Herzlich willkommen zu Gamblen mit Michi. Ja? Einmal die SafeBet, was heißt SafeBet, aber Yu-Gi-Oh! Scheint ja auf diesem Format, in diesem Format, auf diesem Kanal sehr gut zu funktionieren. Deswegen hoffen wir bei Cyberstorm Access auf, ich glaube, die Karte heißt Chaos Engel, müsste so bei 50 Euro sein, würde dann das Display so gut wie direkt rausholen. Und das hier ist kompletter Gamble. Warum holen wir uns Professor Eschebox? Ganz einfach, Dominik, da sind Drachenwandel-Booster drin. Zwei Stück. Okay, was ist in Drachenwandel so nice? In Drachenwandel gibt es die ganzen Evolutions und zum Beispiel Rayquaza und sowas als Altart. Und da fangen die halt bei 200 Euro an. Oh. Bedeutet, klar, zwei Booster, Chance ist sehr, sehr gering. Okay. Aber könnte. Wir starten bei 166 Euro. Ja. Okay, minus 50 und minus 65. Also minus 115. Wir starten bei Dominik 51 Euro. Weil plus 1 ist 116 und plus 50 sind 166. Falls ihr Mathe-Nachhilfe braucht, kommt nicht zu mir. Wir sehen uns im Studio. Bis gleich. Warum bin ich so klein? Weil ich einen besseren Stuhl habe. Warum bin ich klein? Das ist gemein. Du Schwein. Intro ab. So, meine lieben Zuckerhasen, wir haben so eine Professor Eschebox, ja, die hat 50 Euro gekostet, aber das Coole ist, wir kriegen direkt ein bisschen Money back, ja, das ist ein Euro zurück, das ist ein Euro, zwei Euro zurück und sagen wir die ganze Münze mit Würfeln und sowas, ist auch nochmal ein Euro, drei Euro zurück, also nur 47 Euro, Michael, der schlaue Boss. So, was haben wir hier drin? Sehr geknickte Booster. Wir fangen auch mit Pokémon an. Warum? Pokémon enttäuscht uns immer. Bedeutet, wenn wir jetzt mit Yugi anfangen... Was ist da denn jetzt alles drin? Ah, dreimal Strahlende Sterne, was okay. Cool ist. Zweimal Schaurige Herrschaft, ist okay. Okay. Und das ist der Game Changer. Drachenwandel, ja. Hier können unglaublich teure Karten drin sein. Wir fangen an mit Schaurige Herrschaft. Okay. Hier müsste es wieder drei nach vorne sein oder vier. Ich schau kurz. So, booste das auf. Es müssten... So, Codekarte für euch... 1, 2, 3, ist es 4? Ja, 4. 4 nach vorne. So, Pokémon ist natürlich bei uns nicht so gönnerhaft, ja? Und alle nicht wundern, aber wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen es, bis irgendwann Pokémon mal scheppert, ja? Wir haben Feuerenergie, wir haben die Glücksenergie. Hoffentlich sind wir heute sehr glücklich. Einladende Laterne. Wir haben Handschuhe der Redlichkeit. Die habe ich immer an, deswegen rede ich so viel. Wir haben Kloptopus, eines der besten Pokémon aller Zeiten. Ein Oktopus, der dich kloppt. Hat er eine Weiterentwicklung? Ja. Die muss ich sehen. Ich glaube, das ist sogar die Weiterentwicklung. Ja, ich glaube, der hat eine Formelentwicklung. Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher. Formeo. Wir haben noch einmal ein Formeo in der Sonnenform. Wir haben ein Toxipet into gar nichts. Banett. Aber das ist okay, weil bei Schaurige Herrscher wollen wir ja keinen Hit haben. Was kann denn lieber bei den anderen denn überhaupt drin sein? Da war, da sind diese, die Rappenreiter sind drin. Es gibt ein schönes Celebi. Das weiß ich. Okay. Es gibt ein schönes Celebi-Altart. Was da ein Altart drin sein kann, weiß ich jetzt klar, nicht. Klar. Und, das war. Ah, das war schon. Ja. No. Nach der Reverse kommt. So, dann haben wir drei mal strahlende Sterne. Hier kann natürlich auch super gut sein. Und da ich der Ältere bin, nehme ich zwei und du nimmst eins. Aber ich wollte sogar das Arceus. Was ein Zufall. Ein Arceus könnte da auch drin sein. Es könnte ein Glurak drin sein. Das wäre natürlich auch sehr schön. Wir haben eine Codekarte. Bitte schön, meine lieben Kinder. Hier ist auch 1, 2, 3, 4. Ich lusche trotzdem kurz. Ja. Ja. Ich bin ein bisschen erythreert, weil es so oft sich wechselt. Erythrea. Jetzt. Feuerenergie, ein gutes Zeichen. Wir wollen ein Glurak sehen. Lepumentas. Pelzebub. Nicht zu vergleichen mit Bezelbub. Tropius. Ein Pupanz, wir haben ein Panflam, wir haben ein Formeo, wir haben ein Golbit, ein Bam. Egal. Sterndu into. Oh! Oh! Was ist es? Ah, oh, schade, nur ein Kramchef V, aber trotzdem cool! Dachte gerade schon, was ist das? Sieht aber sehr krass aus. Sieht also super schön aus. Die hat aber, glaube ich, noch eine Altart im Feld. Schade. Packen wir auf die Seite. Sehr, sehr schön. Dominik? So, jetzt kommt mein Booster. So, hoffen wir, dass bei mir jetzt auch nochmal dass bei mir jetzt auch nochmal reingescheppert wird. Formeo, Knackleon, Kaumalat, Bommelin, komm schon, und
Ein Luxstar. Nix. Satz mit X war wohl nix. Dann Schweine, Sterne. Ja, es ist leider so, dass man hier, ja, sag ich mal, eher nix zieht. Was ich hier schade finde an dieser Box ist, dass es, nee, doch. Sollte dabei sein. Guck mal, steht hier auch drauf. Was denn? Wir wurden gescammt. Die Promo ist nicht dabei. Eine holographische Forschung des Professors, Vollbildkarte mit Professor Esche. Die wurden gescammt. Die ist nicht dabei. Die ist nicht dabei. Nee, die sollte als Promo dabei sein. Ich hole die mir aus einer anderen Box. Das ist frech. Das ist frech. Egal, Steine, Sterne, wir machen weiter. Steine, Sterne nochmal. Wir haben hier nochmal eine wunderschöne Codekarte. Bitteschön. Komm schon. So. Jetzt auch. Also ich bin okay, wenn hier nichts drin ist, einfach damit im Drachenwandel was drin ist, weil dann flippe ich aus. So, wir haben die Kampfenergie, Siberio, reinigende Handschuhe. Das wäre cool. Stell dir mal vor, du hättest reinigende Klamotten. Die machen sich aber selbst sauber. Das wäre sick. Kikugi, ein Pipi. Mary Stolz into Heatran. Okay. Und dann haben wir Rayquaza into... Wäre beides nice zu ziehen, ne? Ich nehme sie. Gut, dann ziehe ich jetzt einfach das Rayquaza auf Ansage. Das wäre so krank. Also Rayquaza, Alter, das 300 Euro, ich glaube 300 Euro oder so, das ist wirklich, wirklich, wirklich teuer. So viel hatten wir, glaube ich, noch nie in Get Rich. Deswegen wollte ich halt mal gamblen. Wir haben wieder eine schöne Codekarte, bitteschön. 1, 2, 3, ich meine 4 nach vorne. Wir schauen ganz kurz. Ja, ist es, okay. Es sind immer 4 gewesen, außer in... Es gab manche neuen. So Subsets, wo es nur 3 war oder sowas, deswegen, und das verwechsel ich immer. Wir haben die Psycho-Energie, wir haben Hippopotamus, Schneeblattorden, auch sehr schön, Irokex, Fecknoil, Emolga, Loturzel, Geronimatz, Irbis, ein Barsch war into gar nichts. Ach man, okay, aber Drachenwandel halt Gamble, ne? Was wäre denn so deine Chase-Karte aus Drachenwandel gewesen? Jetzt nach Tara natürlich. Abgesehen vom Preis. Das ist Nachtara natürlich. Echt? Das ist so schön. Das Nachtara ist aber auch eins von den eher teuren, ne, ja, oder? Aber das Nachtara wäre halt wunderschön. Komm schon, jetzt aber. Aber das nervt mich jetzt, dass die Promos einfach nicht da waren. Und? Oh. Einfach gar nichts. Professor Eschebox hat nicht gegönnt. Wieso tust du uns leider. Aber hey, es ist Pokémon. Pokémon gönnt nie. Wir kennen das ja schon. Ja, zumindest bei uns. Ich wollte es gerade sagen, Pokémon gönnt nie bei uns. Wir machen weiter. Yu-Gi-Oh! Muss wieder regeln. Und jetzt regelt Yu-Gi-Oh! Wieder. Jetzt scheppert direkt Starlight oder... Was das ist jetzt das ganz neue Set. Das ist das aktuelle Set. Hier sind die ganzen Mana Dion Karten drin, aber die teuerste Karte ist eine Synchro-Karte, die sich Chaos Engel nennt. Chaos Engel. Und, okay. Die ist ganz cool. Ich glaube, die müsste jetzt so mittlerweile bei 50 Euro sein. Ziehe einfach immer so einen Booster. Und dann stellst du mal so auf die Seite. Die müsste aktuell bei 50 Euro sein. Ist ordentlich, auf jeden Fall. Also 50 Euro finde ich für eine Karte ziemlich nice. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen näher ranzoomen, weil es doch... Ja, die Yugi-Karten sind ja kleiner. Sind auch so einfach so klein geschrieben, das reicht. So, wir haben... Die Namen lese ich einfach gar nicht vor, weil es zu kompliziert ist. Cyanide Schallkreis into Manadium Furchtlos. Cool. Okay, die erste Manadium-Karte. Cybers Weise. Ah, Sulfacord ist auch ein bisschen dabei. Es ist cooles Zeug drin, aber ich bin ehrlich, das ist so ein Set, das mich eigentlich recht wenig interessiert hat. Okay, aber wir hoffen jetzt auf eine Synchro-Karte oder was noch? Starlight. Starlight geht immer. Okay. Oder? Da haben wir hier den Sternritter Liran. Starlight, klar, natürlich. Und wie ist das, der Synchro nochmal? Chaos-Engel? Chaos-Engel, okay. Und was es auch noch gibt, oh, das zweitunterste ist immer ein gutes Pack. Was auch richtig gut ist, ist, es gibt ein paar gute Ultra-Rares. Und zwar gibt es einen, der hat einen sehr, sehr witzigen Namen mit einem Apfel. Der tausendjährige Apfelwachende Drache oder so. Der Apfelwachende Drache. Also so einen ganz, ganz lustigen Namen hat der. Und der Wunschdrache. Hier sind sehr viele Drachen dabei in dem Set. Cool. Schläfrige Purli-Erinnerung. Ja, wir wollten halt Yugi wieder aufmachen, weil Yugi eigentlich immer sehr kosteneffizient ist, sagen wir es mal so. Aber, muss man dazu natürlich auch sagen,
die anderen Spiele gönnen halt einfach nicht so. Deswegen ist Yugi sehr beliebt. Was ist das? Barumet, der heilige Schafs... Was? Schafsstrauch. Ach Gott. Also, ja. Wenn ihr einen Freund habt, ja? Freund, Freundin, egal. Und die sind Legastheniker. Oder haben generell Probleme mit dem Reden. Gebt denen einfach ein paar Yu-Gi-Oh! Karten und dann habt ihr Spaß. Das klingt genau, aber geil. Das ist genau auch der Grund, warum ich nie die Yu-Gi-Namen vorlese. Super starker Samurai, Seelengeier, Verstärker. Und die nächste Karte, die wir ziehen, ist Verstärken. So, Kitsune, Kitsunebi into, friedlicher Planet, Kalarium. Meine, die ist so bei 20, 22, 23 Euro. Ist eine gute Secret auf jeden Fall. Friedlicher Planet, Kalarium, Kalarium. Finde ich gut. Packen wir auf die Seite. Hatsugai, Firewall, Phantom und Manalium, Brecht, Hart. Okay, eine gute Secret gezogen. Alles klar. Auf die Seite. Beschweren kann man sich da eher weniger. Komm schon. Aber mir jetzt auch irgendwas. Ich würde sagen, wir ziehen heute eine Starlight. Starlight auf Ansage? Ja. Alles klar, Starlight auf Ansage, ihr habt's gehört. Stell dir mal vor, ist es wirklich jetzt. Am liebsten hätte ich Visa Starfrost. Das wäre meine Lieblings-Starlight aus dem Set. Visa Starfrost würde ich so gerne ziehen. Was für Starlights können in diesem Set denn drin sein? Boah, also ganz ehrlich, ich weiß es gerade aus dem Kopf gar nicht. Ich weiß, dass es ein paar von, also ganz bunt gemischt, aber am meisten will ich halt, wie gesagt, den Visa Starfrost. Oh, zeitreißender Morganit, super rare, aber tatsächlich 2 Euro, glaube ich. 1,50 Euro bis 2 Euro. Packen wir auch direkt auf die Seite, ist eine sehr gute Karte. Das ist so, das finde ich halt schade. Das war das Schöne bei Darkwing Blast. Da hast du halt einfach so eine super rare gezogen, die halt 15 Euro ging. Easy. Viertel vom Display wieder drin. Ja, dann, Schön. Nice. Sternritter, Sternzeichenkundler. Was? Hermesstab? Hermesstab. Genau. Gesundheit. Ja, wäre vielleicht auch mal eine Idee, das dann wieder aufzumachen. Darkwing Blast? Darkwing Blast. Wenn wir das noch hätten, ja. Oh, echt? But not there. Not there. Alles weg. Schade. Da habt ihr alles leer gekauft. Da wart ihr alle gute Nudeln und habt das komplett leer gekauft. Wir haben Huli, die Juwelen-Kanko. Hasenohr-Schwärmerin. Fusionsduplizierung. Super starke Samurai-Motorrad into Adularia vom Juni-Mode. Aber sehr schönes Artwork. Sehr schönes Artwork. Eine coole Kapuze da oben. Ja, aktuell ist sowieso interessant. Also jetzt in 2 Wochen sind die deutschen Meisterschaften. Ich bin sehr gespannt, welches Deck da den Platz 1 macht, beziehungsweise generell so in den Tops landen wird. Waren das jetzt die, wofür sich Leute hier auch qualifiziert haben, oder? Ja, was heißt qualifiziert? Also bei der Regional kannst du genug, also kriegst du Punkte und kannst dann dich qualifizieren für die deutsche Meisterschaft. Mm. Wenn du dann Top 16 oder sowas schaffst, dann kriegst du deinen Invite. Und ja, ist technisch gesehen, bei der Regional kannst du dich qualifizieren, aber die meisten, die da auch hingehen, haben sich wahrscheinlich schon vor Ewigkeiten qualifiziert. Ich meine, die Saison geht ja immer ein ganzes Jahr. Ich bin einfach nur gespannt, welche Decks halt toppen werden. Kitty Tail, mystisches Ungeheuer des Waldes. Oh mein Gott, ist diese Karte süß. Das sind einfach 2 Katzis. Guck mal. Oh. Katzi. Die packe ich auf die Seite. Das ist meine. Katzi. Porelli, das sind die schöneren Katzen, weil die Porellis sind so Anime-Katzen. Ja, es ist so. Ich mag es eher, wenn das so echt aussieht. Was sind? Ich habe dich eigentlich unterbrochen. Was wolltest du jetzt sagen wegen den Meisterschaften? Ich bin einfach gespannt, welche Decks toppen werden. Jetzt nach der Bandit. Die ist jetzt auch gerade eben gedroppt. Ich bin einfach gespannt, welche Decks toppen werden und Top 16, 32, 64 so ausmachen. Mein Tipp ist ja, dass Labyrinth einfach Platz 1 holt auf der deutschen Meisterschaft. Irgendein bestimmter Grund, oder? Ich mag das Deck. Achso. Das Deck ist auch gut. Also Michaels Prognose. Warum wird's gewinnen? Ich mag das Deck. Ich mag das Deck. Also das cool. Deck ist gut, aber ich hoffe einfach, dass es gewinnt. Aber Labyrinth ist doch Ernteengel des Schicksals. Oh Gott. Ist Labyrinth nicht, wie war's? Rogue? Jetzt kein absolutes Meta-Deck gewesen? Die ganze Zeit eher, also es war die ganze Zeit gut, aber dadurch, dass viele andere Decks gehittet worden sind, Ups. Ist das halt sehr gut. Oh, Manadium Rium Hearts. Nice. Gut. Ultra Rare. Wir haben jetzt 2 Ultra Rares und eine Secret gezogen, also genau die Hälfte. Es kann noch eine Secret drin sein. Es hat keinen Hit bekommen.
auf der Bandit. Das ist ganz einfach. Es hat einfach keinen Hit bekommen auf der Bandit. Oh, okay. Bedeutet, andere Decks sind sehr beeinträchtigt. Genau. Und okay. War vorher schon gut und ist immer noch gut, aber ja, wie gesagt, es hat einfach keinen Hit kassiert. Wurden die anderen Sachen jetzt stark behindert? Ashira hat schon einen guten Hit bekommen. Ein paar andere Decks auch. Warte mal. Oh, Manadium sanft. Ich mag einfach das Deck, ist halt so ein Control-Deck, ne? Also es ist, viele mögen es nicht, weil du sagst einfach Nein zum Gegner. Ah, das war das, okay. Aber ich finde es cool. Ich erinnere mich. Du spielst dann ganz viele Floodgates, die halt auch sagen, du darfst nur ein Monster von diesem Typ kontrollieren. Oh, Schutzkodiersprecher, okay. Ist einfach ein schönes Deck. Ich mag es. Ich weiß, viele mögen es nicht. Dann die Artworks, das sind auch noch so Mädels in Maid-Kostümen. Nice. So, why not? Nice. He's a man of culture. Yes. So, wir machen weiter. Neue Grenze. Wie kommt Dai hierher? Ich hatte so. Oh. Nee, oder? Oh. Nein, es ist nur Ultra Rare. Okay. Manadium Prime Heart. Ah. Ich habe nur Synchro gesehen. Schade, aber es, vielleicht ist das ein Zeichen. Ein Hinweis. Blues Clues. Du, also ganz ehrlich, mal eins in den Chat. Wer früher Blues Clues geguckt hat, beste Serie. Absolut. Hab das so gerne geguckt. Und am Schluss, wenn er gesungen hat, wir haben blau und schlau gelöst. Ja, wir sind richtig schlau. Das war schon cool. Wie du auch noch den Text kennst. Natürlich. Und auch, ich wollte immer das Notizbuch haben. Yeah, yeah. Das kleine. Der konnte aber auch malen wie Picasso. Das war ein Van Gogh, ich sag's euch. Nein, weißt du, wer malen konnte wie Picasso? Der Typ von Art Attack. Oh, wer wollte auch immer irgendetwas von Art Attack nachmachen, aber hatte niemand nie den Bastelkleber einfach. Kein Mensch hatte Bastelkleber zu Hause. Das Einzige, was sie dafür braucht, ist Bastelkleber und Pappmaché. Und alle so, oh, okay, kann ich doch nicht machen. So, komm schon. Jetzt kommt auch eine Synchro. Oh! Dominik? 2500, aber... Ich weiß es nicht, wie viel ATK das hat aus dem Kopf. Nein! Oh mein Gott! Oh. Das wird auf Ansage gemacht, Alter. Nein. Oh mein Gott. Okay, schade. Ey, aber die sieht schon fetzig aus. Die sieht richtig, richtig cool aus. Ich glaube, das ist bei 10 Euro. Sieht schon echt cool aus. Ey, aber das immerhin, Ding, bei Yugi machst du nie krass Videos. Das stimmt. Okay. Das stimmt. Man kommt sehr, sehr selten, auch wenn man ein Display hat, was jetzt nicht reingescheppert hat, Minus raus. Oder mit vielen Minus raus. Ja, wir haben ein bisschen was gezogen. Ja, ihr seht's ja. Wir haben diese Folge wahrscheinlich wieder ein bisschen Minus gemacht. Das ist halt jetzt so. Gern Ritterin Lyran. Aber ich sag's immer, das ist wie im Leben. Das Leben hat Hochs, das Leben hat Tiefs. Aber das Leben hat noch zwei Booster. Sieht man da. Deswegen, na? Meinst du, wir gewinnen jetzt einfach die Millionen? Ja, jetzt kommt die Starlight, weil ich es gesagt habe. Krasse Starlight. Dominik. Nicht in diesem Pack, in einem der nächsten. Okay. Doppelbooster Opening. Gleichzeitig? Yes. Okay, komm. Ich mach vor uns wirklich was, wenn ich das verrutsche. Flip it or rip it, jetzt kommt die Starlight. Jetzt ist die Starlight drin. Boah, nee, das ist ja natürlich. Überhaupt nicht fokussieren sonst. Gunkan, Su-Schiff, Tagesfang. Verstärken, into. Nein, super stärken, Samurai. Naja. Okay ist Display auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Schlecht war es nicht. Aber super gut war es halt auch nicht, ne? Letztes Pack. Starlight. Auf Ansage. Jetzt. Okay, das war zu früh. Jetzt. Ah, verdammt. Oh, wir haben wirklich noch eine Ultra Rare. Hä, haben wir 5 Ultra Rares gezogen? Nee, ich glaube, das ist die 4. Warte mal ganz kurz. Wir haben Secret. Ultra und Ultra. Doch, stimmt. Du hast recht. Und die Secret. Okay. Ja. Ausbeute aus diesem Display. Und dann noch die Ausbeute aus Pokémon. Die war insane. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier. Krasse Ausbeute. Wir zählen kurz zusammen und dann sehen wir uns zum Outro. Satz mit X. War okay. Yu-Gi-Oh! Ist basically nur auf 0 gegangen, ja? 60 ja. 65 rein, 60 raus oder 55 raus, ja? Pokémon 50 rein. Gar nichts raus. 5 raus. Deswegen, 2. Schreibt euch nicht ab, lernt lesen und schreiben. Unser Finale ist 115 Euro. Wir sind immer noch über der 100. Aber langsam fange ich an zu schwitzen, bin ich ehrlich. Langsam fange ich an zu schwitzen. Deswegen gibt es in der nächsten Woche, und das sage ich jetzt auch schon, eine Yu-Gi-Oh!-Only-Folge. Ja, wir machen in der nächsten Woche so plus. Das werdet ihr in eurem Leben noch nie gesehen haben. Wir holen ein Display. Ja?
Und dann holen wir noch Tins. Ich wollte es gerade sagen, Endresultat ist 115. Also wenn wir alle 115 auf den Kopf hauen in der nächsten Folge für Yugi. 115 Euro für Yugi und wir machen 200 Euro draus. Ich call es jetzt schon. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch. Ich liebe sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche. Lasst ein liebes Kommentar da. Kann auch ein negatives Kommentar sein, aber lasst ein Kommentar da. Interagiert für einfach. Für den Algorithmus. Lasst ein Like da. Lasst ein Kommi da. Wenn ihr in den Laden reinkommt, schreit gute Nudeln, dann kriegt ihr 2 Cent Rabatt an der Kasse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.